Ich hänge mich einfach mal ganz kurz rein. Also ein Top-Rede war das gerade. Respekt, muss ich sagen, was der Junge gerade hier vorgetragen hat. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Und ich als alter Sack muss jetzt sagen, da muss ich echt ganz beschämt auf den Boden gucken. Der Junge hat recht. Der hat einfach recht. Guck mal, wie wurden wir denn erzogen? Also meine Generation, die mich erzogen hat und immer sagte, die alles wissen. Mein Junge, das war schon immer so gewesen, auch mit den Politikern, und wir können da eh nichts dran ändern. So, und das Gleiche, das hat man meine Generation den nächsten jungen Leuten erzählt. Wir können nichts ändern, jeder muss an sich denken, an Karriere und was es da alles Schönes auf dem Planeten noch zu ergattern gibt oder zu berauben, zu beklauen, wie dem auch so sei, jeder für sich. Und wir haben nur noch die jungen Leute. Ich bin jetzt mal eine ganze Weile weg von Hamburg gewesen, ein paar Wochen, und habe im Prinzip das besucht, wovon wir hier am Mikrofon häufiger reden, irgendwie Gemeinschaften aufzubauen und irgendwie was durchzuziehen. Da unten in Süddeutschland gibt es ein Projekt, das ist bestehend, könnt ihr mal im Internet gucken, unter Facebook, das nennt sich Denklerblöcke. Guckt euch das mal an. Also saugeil, ich sag, wow, das bräuchten wir in Hamburg, aber wie kriegen wir das jetzt durchgezogen? Ich meine, wir haben alle Möglichkeiten, wie der Bursche eben auch gerade sagte. Es ist auch tatsächlich so, die aktuelle Gesetzlage lässt es auch zu. Selbst die Kfz-Steuern, da gibt es zum Beispiel Musterbriefe für, dass man die aussetzen kann. Also Kraftfahrzeugsteuer und so. Wir haben es hier mit einem System zu tun, das ist korrupt und kriminell organisiert, und jede politische Entscheidung ist grundsätzlich gegen die eigene Bevölkerung. Und wir sind ständig in der Bevölkerung gefordert, Gruppen aufzubauen. Die einen nennen sich politisch organisiert, die anderen machen daraus Vereine. Und irgendwo vom Grundgedanke, ohne jetzt, wenn wir jetzt davon von gegen sprechen, haben die ja auch ein Ziel. Und diese Ziele, diese Einzelziele eines jeden Vereins, einer jeden politischen Organisation, sind die Fehlentscheidungen, die aktuell von uns leider gewählten Leuten jährlich gemacht werden. Und die denken nur von Periode zu Periode. Das sind nur 4 Jahre. Freunde der Sonne, wir haben Kinder. Wir schreien uns oder beschimpfen uns erwachsen. Was leben wir den Kindern vor? Wie wir Erfolg machen, wie wir Geld machen und dann hier, was ich hier flanieren, einkaufen gehen. Mich haben letztens 12- bis 13-, 14-jährige Kinder angesprochen. Die haben mich gefragt, sag mal, ist das wirklich so, dass man nur noch arbeiten muss im Leben? Ich wusste jetzt in dem Moment gar nicht, was ich dem 14-Jährigen oder 12-Jährigen sagen sollte. Ja, ich war Kindergarten, ich habe jetzt Schule und jetzt habe ich keine Lust mehr auf Schule. Ich würde mal lieber mal 2 Tage zu Hause bleiben, sagt er. Wäre das okay? Also mein Herz sagte, ja, logisch, irgendwann sind wir ja aufgebrannt, immer nur Power geben, immer gut dastehen, immer der Beste sein, immer nur einschreiben und so, ne? Und das zieht sich durchs ganze Leben und wir rauben so den ganzen Planeten Lebenskraft, inklusive unserer eigenen Kraft. Arbeiten wir wirklich noch für einen eigenen Lebenstraum oder erfüllen wir mit unserer Arbeit nur den Lebenstraum anderer Menschen? Oder machen wir uns nur zur Geisel eines anderen Menschen? Das ist doch die Quizfrage. Und wenn ich das der Jugend vorlebe und auch den Kindern beibringe, vor allem dann auch den Kindern beibringe, wie man eine Versicherung bescheißt und hinterrücks agiert. In der Bildzeitung kriegst du die besten Tipps für einen Seitensprung oder den Chef anzulügen oder Ausreden für was zu erfinden. Wo leben wir denn heutzutage noch? Und plötzlich verlieben sich die Einzelnen in einander Menschen, männlich, weiblich, wie auch immer, und haben nur noch Beziehungskisten. Stress, Kopfkino nennt sich das. Die Frauen sagen dazu Herz-Kopf-Geschichten, wie dem auch so sei. Und was verschwiegen worden? Die eigenen Erwartungen und die eigenen Ansprüche. Die werden gern verschwiegen, gerade wenn man Menschen kennenlernt. Und das ist das, was das Vertrauen nimmt. Und ich habe gelernt, für mich mein Weg ist, kein Geld zu sammeln oder Karriere, das habe ich früher mal gemacht. Vertrauen zu sammeln, einfach authentisch, Mensch sein. Einfach du selbst, hast eben halt deine Stärken, hast auch Schwächen, ja. Aber dafür sind wir füreinander eigentlich da. Ich meine, ich kann zum Beispiel am Computer, bin ich eine Null. Gebe ich hier ganz öffentlich zu, ein Rindvieh. Anwender. Dafür gibt es jemanden, der sich richtig gut auskennt, und ich mache bei dem von mir aus den Geburtstag. Ich mache manchmal so ein bisschen Musik und so. Dann machen wir uns einen schönen Abend. Aber ich muss ihm das auch nicht verdammte Scheiße verkaufen. Ich muss ihm doch nicht sagen, du, ich krieg jetzt dafür 300 Euro, weil ich jetzt meine Klampfe auspacke. Und du kriegst von mir 400 Euro, weil du jetzt meinen Rechner gerade mal in Ordnung machst. Ich meine, ich setze mich genauso auf ein gern gut geputztes Klo. Schön, dass wir auch Putzfrauen haben. Mein Gott, wer würde sonst machen?
Und alles, was menschlich ist, hier in dieser Gesellschaft, alles, was ehrenamtlich ist, gerade so mit Behinderten arbeiten, sozial Schwachen und so, und armen Kindern und hin und her, dafür gibt es einen Tritt, dafür gibt es ein Ehrenamt, noch nicht mal ein Dankeschön, 20 Euro Spritgeld. So, und die Dinge, die Geld bringen, ich setze mich am Rechner, habe einen geilen Trick, wie ich international vielleicht ein Trading machen kann, mache einen Knopfdruck und lass mich für 1 Million im Monat feiern. Liege auf dem Swimmingpool auf deine Kosten. So, der andere hat aber 8 Stunden gewischt, gearbeitet, an der Kasse gesessen oder im Altenheim die alten Leute gepflegt. Ist ja auch den jungen Leuten ja auch schon egal. Hauptsache Ostern und Weihnachten gibt's Besuch. Brauchen wir Altenheime? Nee. Wenn wir einfach füreinander als Menschen wieder da sind, brauchen wir keine Altenheime. Wir können im Prinzip jeder uns ein bisschen ablösen. Aber diesen Weg dahin zu finden, wieder mit der Liebe zu leben, ja, predigen ist das eine. Aber die Liebe heißt ja nicht nur Kuschelkurs. Liebe kennt kein Urteil, das ist ein Unterschied. Und wenn du in der Lage bist, für deinen eigenen Blickwinkel als Mensch für dich zu stehen, dann brauchst du auch keine Partei, die dich schützt und umgarnt und wo du im Mittelpunkt stehen musst, um irgendwie als Mensch akzeptiert zu werden. Wir haben eine Verantwortung für unseren Planeten. Wenn wir so weitermachen, liebe Sonne, was wollen wir denn in 10 Jahren noch essen? Wir erzählen uns hier am Mikrofon von Vergiftung, Lebensmittel. In den 70er Jahren beispielsweise hättest du da Menschen gesagt, kaufst du auch Bio? Der hätte ich am Kopf gefragt, wie, was ist Bio? Ja, was vom Feld kommt? Ja, pff, da gehe ich sogar klauen. Das ist eigentlich selbstverständlich, Bio. Ist eigentlich normalerweise unser Grundnahrungsmittel Bio. Warum wird denn das jetzt schon gemacht? Das andere wird künstlich. So, unsere Kinder werden immer kaputter und kranker. Ich sehe das an der auffälligen Struktur von Konsum, von Alkohol, Drogen. Das ist schon so exzessiv in der jungen Generation, dass die Alten das gar nicht mehr mitkriegen, was eigentlich bei den jungen Leuten eigentlich wirklich los ist. Die finden keinen Weg mehr zu sich selbst, sie haben keine Vorbilder mehr, keine Ideale, sie haben nur noch ein Ziel, Geld, Materialismus. Erzähl mal einem 17-jährigen Jungen, dass er kein 5er BMW braucht, um die Alster fahren muss, um eine Frau kennenzulernen. Die lachen nicht aus heutzutage. Und wenn du dann noch kein Smartphone mit einer Tasche hast, dann bist du out. Das ist leider brutale Realität. Also jetzt nicht für alle gleichmäßig, aber mit einer großen Masse. Auf dem Bahnhof siehst du die Leute nur noch mit Smartphone in der Hand. Keine Unterhaltung findet mehr statt. Und wir reden hier am Mikrofon, wir müssen wieder zu uns selbst finden, Liebe. Ja gut, dann müssen wir das auch vor uns selber vorleben und nicht predigen. Dann lass uns eine Gemeinschaft aufbauen. Ideen gab es ja genug schon am Mikrofon. Aber wenn, können nur noch die jungen Leute was verändern. Guckt euch, die jungen Leute brauchen nur mal hier rüber gucken, auf uns Alten. Wir haben alle verrissen. Ja, jetzt hat André so viele Sachen gesagt, da muss ich erstmal überlegen. Erstmal zum Thema Liebe wollte ich sagen, Liebe ist erstmal harte Arbeit. Wer das nicht investieren möchte, der braucht das gar nicht zu versuchen. Aber ich wollte auch noch was sagen zu den jungen Leuten, die jetzt diese Verantwortung tragen. Ich sehe das eigentlich gar nicht so unbedingt. Erstens gibt es viel zu wenig junge Leute hier in dieser Stadt und überhaupt in diesem Land gibt es viel zu wenig junge Leute. Und wir sind eigentlich dabei, gerade selber Familien zu gründen, selber was aufzubauen. Ich sehe da eigentlich eher die alten Leute, die sollten mal was machen. Also die Leute jenseits der 50, denn die haben Geld, die haben Zeit und die könnten eigentlich was machen. Aber die breite Masse dieser älteren Leute, die tut nichts. Und überlässt das eigentlich wieder eher den Jungen, also auch die Schulden wieder. Ja, muss ich wirklich sagen. Und es ist auch so, wenn man sich Länder anguckt mit besonders junger Bevölkerung wie Türkei oder Iran, die sind zum Beispiel relativ, sag ich mal, dynamisch. Deutschland ist nicht dynamisch, weil der durchschnittliche Deutsche ist, glaube ich, jenseits der 50. Der durchschnittliche Iraner ist 21. Da kann noch was passieren. Das bedeutet natürlich auch, dass diese Leute natürlich besser zu mobilisieren sind. Ne? Also Wehrpflichtige oder wehrfähiges Material gibt es in diesem Land auch nicht. Da müssen wir jetzt schon Flüchtlinge nach Afghanistan schicken, damit wir da demnächst weiter mithalten können. Genau, das wollte ich unbedingt sagen. Deutschland ist leider zu alt und die Alten denken dann eher an ihre Enkelkinder als an, an eine Veränderung oder irgendetwas, was den Namen Veränderung eigentlich mal verdienen würde. Das ist ja das Problem. Wir verändern ja irgendwie eine ganze Menge, aber ob da wirklich irgendwelche Probleme mitgelöst sind, das ist dann die andere Frage. So, André hatte noch mehr Sachen gesagt, aber ich sehe schon hier knirschen welche mit dem Zehen, da lasse ich mal das Mikrofon frei. Ja, 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 ja.
schiebst nur auf die Alten, mein Lieber, du. Ja? Schöne, faule Austritte, die Alten sollen ran. Ja? Bist du Ritalin geschädigt oder was? Scheiß Jugend, echt, du. Schieben alles auf die Alten, da musst du doch gleich mal protestieren. Ja? Wer baut das Zelt auf? Das sind die Alten, die sind aktiv. Wer steht denn hier am Mikro und macht, das machen auch die Alten. Also schiebt's nicht auf die Alten. Und jetzt ist genug. Und was mit den anderen hier? Das sind auch alle alte Hasen. Da steht, ja, ich muss natürlich Hasen auch sagen, da. Ich bin ja gar kein Junger, ja? Mehr. Ich bin mittlerweile auch schon 35. Ne? Genug jetzt. Aber mir, ne, ist der Lack auch ab. Und ich bin eigentlich, wenn alles gut läuft, dann habe ich noch 35 Jahre. Und ich bin so der Mitte, ich bin so dazwischen. Ne? Ich bin nicht mehr so jung, aber es ist doch schon so, dass die Leute, die jetzt Anfang 30 sind oder auch Anfang 20 sind, Familie gründen wollen, ihre Existenz aufbauen wollen. Ja, und das war bei den Alten genauso. Die haben auch mal Familie gegründet. Genau, aber die haben nicht gesagt, dass ihre Alten die Revolution in die Hand nehmen sollen oder die Regierung verändern sollen oder diese ganzen schlimmen Sachen hier verändern sollen. Mach's erstmal vor und dann schiebst du auf die Alten, ja? Machst du deine Revolution und dann kannst du sagen, die Alten auch. Wenn ich mir meine Eltern so angucke, die haben Zeit und Geld, aber die stehen hier nicht. Ja, und meine Eltern stehen auch nicht da, aber scheiß drauf. Und jetzt ist genug mit den Ausreden. Die Alten müssen, die Jungen müssen oder sonst wer. Ne? Man hört immer, mach mal. Nee, machen. Ich mache. Und das ist das Einzige. Ja? Das ist nur eine Frage, wie man kann immer eine Ausrede haben, warum es nicht geht und warum irgendwas ist. Nee, scheiß drauf. Machen. Ich einfach. Ich tue. Ja. Und das ist es. Man muss sich nicht irgendwie groß was ausdenken. Ja, irgendwie jetzt Weltrevolution anzählen oder so. Nee, einfach mal aufstehen und sagen, halt, stopp, ich stelle mal Fragen, ich hinterfrage was. Wie der 14-Jährige, den du erzählt hast, wie andere Leute. Wir hatten hier genug alte Junge und sonstige Redner, die aufgewacht sind. Es ist einfach machen, tun, aufwecken. Ja, mit den Kollegen reden, mit den Freunden reden, mit den Nachbarn reden und sagen, nee, es ist so. Ja? Und einfach ein Beispiel sein. Ne, nicht sagen, hier, ihr müsst mal oder wir müssten oder sonst was, dieses dubiose, nebulöse, sondern nee, ich. Einfach, was kann ich tun? Wofür kann ich Verantwortung übernehmen? Und das muss nichts Riesiges sein, das kann man klein anfangen. Ja, das können die Alten machen, das können die Jungen machen. Das können auch die Jungen machen, die gerade eine Familie gründen. Ja, ich hatte heute einen Jungen, ne, gehst du mit auf die Mahnwache? Nee, das ist in der anderen Richtung und meine Freundin und so. Okay, ne? Je nach Wichtigkeit. Ja, wenn einem Frieden tatsächlich wichtig ist und man gemerkt hat, dass das eben nun mal den Bach runtergeht, ja, weil eigentlich fing das mal als Friedensdemo an. Ja, egal. Also nicht immer gegen Jung oder Alt oder sonst wie, einfach mal aufstehen. Ich stehe was. Wofür? Ich bin aufgewacht, ich habe mein Thema und dann tun. Gut. Und du kommst nochmal mit den Alten. Oh. Dieter, da würde mir noch was einfallen, was du gesagt hast. Also wenn, hast du recht, jeder selbst für sich, aber dann auch gerne mit einer Selbstlosigkeit. Das heißt also, jeder für sich heißt ja auch, ja, jetzt kommt's. Und wenn ich jetzt 10 Euro die Stunde nehme, nur weil ich hier meine Plane angefasst habe? Ich sehe das überhaupt nicht selbstlos. Ich sehe das äußerst egoistisch, wenn ich für den Frieden eintrete. Wenn ich sage, halt, stopp, das mit der Ukraine, das passt nicht mehr. Ich sehe das höchst egoistisch, weil das sind meine Nachbarn, das ist mein Vorgarten, weißt du? Aber jeder hat eine andere Motivation. Wenn du hast eine selbstlose Motivation, jemand hat eine andere Motivation. Ja? Eine Oma spricht für ihre Enkel und sonst wie was. Ja. Wenn ich nicht bereit bin, freiwillig was zu machen, weil ich nur daran eine Erwartung knüpfe. Ja, nee, aber für dich ist es selbstlos. Ne? Für ich sehe es wieder anders. Ist egal, wie Leute aufstehen und scheiß auf die Motivation, was jetzt der Grund ist für den Einzelnen. Ja? Ich meinte ja mit der Selbstlosigkeit, wenn ich was in die Gemeinschaft opfer, dann kann ich nicht darauf einen Anspruch erwirken oder jetzt noch einen Wert dran machen oder was dafür erhalten wollen. Ja klar, okay. Sonst wäre es ja nicht selbstlos. Frieden zu erzeugen, für sich auch so. Ja. Verstehe. Wenn ich daran jetzt noch irgendwelche Abhängigkeit dran festmache oder noch Werte. Wie soll denn das gehen? Mach mal ein Beispiel. Na, ich sag mal, nehmen wir mal an, ich wäre handwerklich begabt, ich bin's nicht. Also ich könnte jetzt in irgendeiner Wohnung was machen, die haben den Wunsch, eine Küche umzubauen. Und ich könnte das. Dann könnte ich denen anbieten, das zu machen. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich mache dir das, aber dafür will ich 150 Euro haben. Aber ich mache es gerne, weil da sparst du schon allein schon 600 Euro, weil das wäre normalerweise ein Auftrag in der Firma.
Wenn ich jetzt in der Lage bin zu sagen, pass auf, ich mach dir das, und der fragt mich dann, was muss ich dir geben? Du gibst mir nichts, du tauschst mir das ein. Vielleicht kannst du mir irgendwo anders einen Gefallen tun oder wir lassen das einfach mal so stehen. Ja, aber du sagst ja auch, ihr macht dann irgendeine Form von Austausch. Das muss ja nicht Geld sein, aber ihr macht eine Form von Austausch, weil alles andere wäre ja irgendwie ein Diebstahl oder so, wenn der das umsonst nehmen würde. Du hattest gerade nach einem Beispiel gefragt. Ja, ja, ja. Ja, aber die meist häufig ist es so, wenn die anderen oder ein anderer oder wie auch immer, dann wird eine Erwartung dran festgesetzt. Zwangsläufig. Muss ja nicht bei jeder Gelegenheit ein Tausch dann stattfinden. Ich könnte zum Beispiel meine Gitarre, nur als Beispiel, was ich selbst mal so meine, ich könnte jetzt bei irgendeiner Bude sitzen, die Klampfe auspacken und spiele für den ein Lied. Das mache ich dann so, das lasse ich dann so stehen. Ich packe meine Gitarre wieder ein und ist gut. Das ist dann mein Handwerk. Ja, ne, haben wir ja auch. Ne? Wir haben ja auch viele Beispiele. Die Leute, die hier Flyer und Buchstaben machen oder Kuchen und Getränke vorbeibringen, das war ja auch alles selbstlos. Ja. Ne? Ja, für das große Ganze. Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass es generell gänzlich so ist. Nur der Drall fehlt insgesamt in der Gesellschaft. Du siehst ja, wie die Beteiligung jetzt schon an den Montagsmahnwachen sind. Wie meinst du das? Naja, der Wunsch für die meisten ist ja gar nicht da, was selbst loszumachen. Die sagen, du bist doch nicht ganz dich. Naja, die sind halt noch Schlafschafe oder wie man es auch nennt. Die sind halt noch eingepennt, ne? Hängen in der Matrix drin oder keine Ahnung, wie man das auch ausdrücken kann. Die sind halt noch nicht alle aufgewacht. Ja? Das wird ja auch gar nicht weiter erzogen. Die werden ja auch gar nicht in den Kontext groß. Ja, aber dafür stehen wir ja da, um als Beispiel zu geben, um dass die Leute eben mal aufwachen können. Ja, es gibt Internet, wo sich alle informieren können. Wir haben gegen die Presse alle demonstriert, weil die immer nur den Einheitsbrei und die Lügengeschichten erzählt haben. Und es war ja auch alles selbstlos von den Leuten. Um aber mal Beispiele zu geben, Leute, wacht mehr auf. Das Thema ist auch der Anfang der Veränderung innerhalb für sich im Leben, innerhalb der Gesellschaft. Und wie willst du denn das machen, wenn ich mich trotzdem beispielsweise einer politischen Meinung abhängig mache? Also so sich fügen heißt auch lügen. Na, dann füg dich halt nicht. Ja, also für meinen Teil, ich habe damit keine Schmerzen. Für mich ist auch gar keiner hier zuständig. Es gibt zum Beispiel für mich nirgendwo ein Amt oder eine Behörde, die für mich jetzt zuständig ist. Beispielsweise. Verstehe. Ich wollte nur ganz kurz eine Anmerkung machen, weil nämlich es eben gerade hieß, wo sind denn die ganzen Leute geblieben, ne? Und ich mache ja den YouTube-Kanal von der Hamburger Mahnwache und da bekomme ich manchmal auch so komische Briefe, was habt ihr bloß aus der Mahnwache gemacht, warum sind denn da so wenig Leute? Und da frage ich immer, warum seid ihr nicht da, da wären wir ja mehr Leute. Oder was habt ihr nicht aus der Mahnwache gemacht? Und eine Sache ist mir dabei aufgefallen, letztes Jahr, da gab es noch tatsächlich diese kriegstreiberische Presse und die Presse hat tatsächlich damit aufgehört. Und ich glaube, im gleichen Maße sind hier die Menschen weggeblieben, weil der Druck vom Kessel genommen wurde. Und wenn der Druck halt vielleicht in ein paar Monaten oder nächstes Jahr wieder da sein sollte, dann stehen vielleicht auch wieder die Leute hier. Weiß ich nicht genau. Aber es ist natürlich so, dass letztes Jahr ein unglaublicher Druck war. Überall war diese Kriegsdynamik zu lesen und zu hören und alle dachten, naja, jetzt geht's los. Und auf einmal, wupp, weg. Und man hat ja das Gefühl, in der Ukraine passiert gar nichts. Ne? Seit dem Minsk-II-Abkommen ist da irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, was ja auch nicht richtig stimmt, aber es wird darüber nicht berichtet. Es wird über ganz andere Sachen berichtet. Und es wird über Sachen berichtet, die vielleicht auch gar nicht so interessant sind. Und es passiert die ganze Zeit. Also ich meine, wir hatten schon vorher Flüchtlinge hier. Dass das jetzt auf einmal die ganze Zeit in der Presse ist, liegt auch daran, dass wir das wissen sollen oder dass wir uns jetzt damit beschäftigen sollen. Mit der Ukraine sollen wir uns anscheinend nicht mehr beschäftigen und das tun auch die Leute gar nicht. Das ist nur meine Idee gewesen, mal nochmal zum Einwurf, warum hier so wenig Leute da sind. Anscheinend ist der Druck nicht so groß oder die Befürchtungen sind nicht mehr so groß. Der Druck ist vom Kessel genommen worden. Und das ist ja vielleicht auch erreicht worden. Da sind wir vielleicht auch selber schuld, weil wir vom Spiegelhaus demonstriert haben und den Leuten vom Spiegel gesagt haben, hey, wir wollen die Lügen nicht mehr lesen. Und dann haben die tatsächlich da ja auch gewisse Konsequenzen in der Personalabteilung gehabt. Und jetzt ist der Druck vom Kessel. Und jetzt stehen wir hier und fragen uns, naja, die Probleme sind gar nicht gelöst, aber es sind immer weniger Leute, die es interessiert. Komisch, ne? Vielleicht mal Leute, die hier nicht dazu von Anfang an dabei sind oder noch nicht, da können wir aber vielleicht auch was sagen. Hier ist das offene Mikrofon, hier darf jeder mal sprechen, der was zu sagen hat. Aber es haben anscheinend nicht so viele Leute zu sagen. Immer nur die gleichen 15 Leute.
Es gibt hier ganz schlimme Stasi-Machenschaften, Seilschaften, die alle in der Ost-West-Kneipe am Großneumarkt sich versammeln. Da ist eine Stasi-Elli, die schickt die Nutten in die Häuser mit den Afrikanern. Jeder wird tot rausgetragen. Al-Qaida, Afghanen gehen mit schwarzen Kapuzen und Bulgaren in die Häuser und morden. Sie haben meinen Partner ermordet in der Wegstraße 25, alle seine Freunde, und es gibt kein Ermittlungsverfahren, weil die Ermittlungen von der Generalbundesanwaltschaft sabotiert werden, in der Schreibtischschublade liegen gelassen werden. Obwohl Schäuble sich eingeschaltet hat, wird er immer wieder, und zwar von Genscher. Genscher ist der ganz gefährliche I.M. Tulpe, ein Bolschewist, der sich als Freidemokrat hat aufbauen lassen von Goldman Sachs mit unheimlichen Bakschisch-Milliarden aus Waffengeschäften, unheimliche Pillenproduktionen, ein internationales Geflecht zwischen Pullach, Paris, Dubai, Iran und so weiter. Sie sollten sich mal mit Uranus befassen. Sie haben die Regierung übernommen und die Merkel ist die gefährlichste Kanzlerin, die es je gibt. Und der Hemberger der gefährlichste Alibi-Chefanklage. Danke, du hast recht. Du meinst Viktoria Kärntner als Frau Merkel, ne? Oder Helmut Kohl hat ja auch einen anderen Vornamen.